Mäusefreunde, willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft 8 Deluxe Online. Heute wieder mit einem Thema, das ein Zuschauer vorgeschlagen hat, nämlich der Agent mal wieder. Eigentlich wie immer, wen wundert's, ne? Von daher, diesmal deshalb an der Stelle mal kurz den Hinweis, wenn ihr irgendwelche Vorschläge für Themen, über die ich quatschen soll, zu denen ihr meine Meinung hören wollt oder sonst was, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Hilft auf jeden Fall, das Projekt hier noch so ein bisschen am Leben zu halten. Ich will auf jeden Fall das Jahr noch durchziehen und auch dann nächstes Jahr weitergeht, mal gucken. Also es wird auf jeden Fall, kann ich jetzt schon sagen, nächstes Jahr trotzdem mit diesen Channel-Updates, Kanal-Updates, die ich jeden Monat neu bringe, weitergehen, das schon. Aber ob dann jede Woche noch ein Video kommt, mal gucken. Aber dazu erstmal. So, der Agent wollte nämlich wissen, wie ich mir denn einen Twitch-Nachfolger vorstelle. Also vor allem auch, welches neue Gimmick ich mir da vorstellen könnte. Ist tatsächlich eine schwierige Frage, warum und weswegen, da komme ich gleich mal drauf zu. Tatsächlich möchte ich erstmal damit anfangen, dass halt schon, ich glaube im Frühjahr dieses Jahr, ich glaube kurz vor Ende des Geschäftsjahres des letzten, dass da quasi schon Infos von vom Präsidenten Furukawa gab, von Nintendo-Präsidenten, bezüglich eines Switch-Nachfolgers. Da sagt er noch, dass keine neue Konsole geplant ist. Jetzt kann man sich darüber streiten, oder auch nicht angekündigt wird in nächster Zeit. Kann man sich darüber streiten, ob die OLED-Version nicht sogar eine neue ist, die dann doch kam. Auf jeden Fall hat er auch gesagt, dass sich die Switch jetzt so in der Mitte des Lebenszyklus befindet. Was wiederum bedeutet, dass wir ja wohl vor 2025 nicht mit einer neuen Konsole rechnen brauchen, mit einer richtig neuen Konsole. Was okay ist, dann haben wir jetzt quasi noch 4 Jahre oder dreieinhalb Jahre, sag ich jetzt mal, auf die wir uns freuen können mit der Switch und mit neuen Spielen. Und 2022 sieht ja schon sehr vielversprechend aus, meiner Meinung nach. Mit Pokémon Legenden Arceus, wobei das werde ich jetzt nochmal ausklammern. Splatoon 3, Mario & Rabbids, Sparks of Hope und ja, Breath of the Wild 2 wahrscheinlich auch. Und ja, das dazu. Und ja, tatsächlich passt ja dann auch ganz gut, dass jetzt die OLED-Version vergangenen Freitag erschienen ist mit Metroid Dread. Und jetzt zur Mitte des Lebenszyklus doch mal dann deswegen mal gucken, was ihm sich da einfallen lässt. Denn tatsächlich, auch ziemlich zu Recht, hält Nintendo sich da ja zurück, was den Stand der Dinge angeht. Was aber okay ist, wieso bin ich jetzt trotzdem Vierter? Hä? Habe ich nicht gerade einen überholt? Hätte ich die Dritter sein müssen? Naja, auch egal, Freunde. Ich gebe einen Punkt für mich, immerhin. Wir nähern uns den 30.000 langsamen Schrittes, aber jetzt geht's einfach weiter mit dem nächsten Rennen. In diesem Rennen möchte ich tatsächlich darauf zu sprechen kommen, warum die Frage wegen dem neuen Gimmick und so schwierig ist. Ich habe ja gerade schon angedeutet, Nintendo hat sich da bewusst bedeckt, was sie alles erforschen und so weiter und so fort. Und natürlich gibt es da jetzt keine Infos zu einem Nachfolger oder sonst was da sein könnte. Fakt ist aber, dass Nintendo quasi immer neue Spiele dem es liefert. Und also Beispiel wäre vor allem jetzt, sage ich mal, die Nintendo Wii oder generell auch der DS mit zwei Bildschirmen und so weiter und so fort, wenn sie eine neue Konsole rausbringen. Weil ich muss tatsächlich jetzt auch schon mal kurz die Handheld-Konsolen, weil der Agent hat tatsächlich nach einer neuen Heimkonsole gefragt. Trotzdem wollte ich das jetzt kurz anführen, dass halt immer, wenn Nintendo eine neue Konsole liefert, irgendein neues Feature dabei ist, dass das Spielerlebnis, sag ich jetzt mal, erneuert oder revolutioniert sogar. Jetzt im Fall der Wii zum Beispiel mit der Bewegungssteuerung, die war ja damals wirklich, also zumindest meines Wissens nach, komplett neu. PlayStation hat ja dann quasi mit ihrem Motion Plus Dingen da oder mit ihrem Motion Control nachgezogen und so weiter und Xbox quasi mit der Kinect Geschichte, sag ich jetzt mal, wobei ich glaube, ob man das jetzt alles so vergleichen kann direkt, lass ich jetzt mal hingestellt, da habe ich jetzt auch nicht so die Ahnung von. Gerade was Xbox angeht nicht, ne, da habe ich kaum Berührungspunkte mit. Und ja, Nintendo, ich habe jetzt ein Interview noch gefunden, wo dann Shukawa gefragt wurde zu dem Nachfolger, also neben dem mit dem mittleren Lebenszyklus. Und tatsächlich hat er da auch dazu gesagt, dass die sehr viel in die Entwicklung neuer Technologien stecken und dass der heutige Stand der Technik wohl noch nicht ausreicht, um, sag ich jetzt mal, eine neue Konsole zu bringen oder halt, um, dass viele Ideen verworfen werden, weil eben die Technologie noch nicht auf dem richtigen Stand der Dinge ist, dass die Entwicklung noch nicht ausreicht für die Konsole. Das heißt im Grunde, ja, Nintendo arbeitet an vielen Sachen, die probieren viel aus, denke ich, ne? Und deswegen ist, finde ich persönlich, sehr schwer zu sagen oder irgendwie zu erahnen, was für ein Gimmick die Konsole haben könnte. Ich finde das echt schwer. Tatsächlich gehe ich davon aus, dass wir wieder so ein Hybrid kriegen mit Heimkonsole und Handheld, ne? Denn die Switch, die läuft gut, muss man einfach sagen, und Nintendo hat quasi den Handheld-Markt quasi gerade für sich, weil PlayStation bringt keine Konsole mehr im Handheld raus, ne? Deswegen, da sollten sie bleiben. Wir machen mal im nächsten Rennen weiter. Tatsächlich würde ja so eine weitere, sag ich mal, Hybrid-Konsole bedeuten, dass ja wieder aufgrund des begrenzten Platzes der Konsole selbst wieder die Technik oder allgemein, sag ich mal, ja, die Grafik wahrscheinlich ein bisschen runterleihen würde. Es wäre zwar irgendwie wünschenswert, wenn dann 4K-Unterstützung dabei wäre, aber ich sag ganz ehrlich, Nintendo war noch nie so die Grafikbombe, sag ich jetzt mal. Die war natürlich mit N64 oder zu N64-Zeiten noch, sag ich mal,
mit der Vorreiter, aber spätestens mit PlayStation 2 GameCube waren die da weit hinter schon, sag ich jetzt mal, was die Grafik angeht. Bei Nintendo geht halt immer vor allem auf den Spielspaß und der ist immer gegeben, meiner Meinung nach. Deswegen spiele ich auch so gerne Nintendo-Spiele, unter anderem, weil die immer sehr viel Spaß machen eigentlich. Aber ja, das dazu. Tatsächlich, wie gesagt, die sollten bei einem Handheld-Ding irgendwie bleiben, wenn sie jetzt gerade den Handheld-Markt für sich quasi erobert haben. Aber natürlich die Smartphones und Tablets, die kann man jetzt irgendwie auch dazu zählen. Und irgendwo ist die Switch ja auch so eine Art Tablet, ne? Wenn man das mal so runterbricht, so ein bisschen auch. Also zumindest gibt es ja auch viele, sag ich mal, Handyspiele jetzt für die Switch mittlerweile schon. Aber ja, natürlich kann die Switch da doch ein bisschen mehr, was die Power angeht, sag ich jetzt mal. Also zumindest, was die Spiele so bieten, deswegen sind die auch teilweise teurer als Handyspiele. Ja, das dazu auf jeden Fall. Ja, und tatsächlich weiß ich jetzt nicht mehr, was ich sagen wollte, noch so generell, was ein Gimmick sein könnte. Wie gesagt, ich habe da absolut keine Idee. Gerade nach so einer Aussage wie Nintendo entwickelt da ständig neue Sachen oder probiert viele Sachen aus, ist da echt schwer, irgendwie eine Vorhersage zu treffen, was die bieten könnte. Fest steht auf jeden Fall, es wird irgendwie eine neue Steuerungsart geben. Das Gameplay wird nochmal irgendwie neu, sag ich mal, ja, nicht neu erfunden, sondern einfach nochmal. Es gibt irgendwas Neues, was das halt komplett zu einem neuen Erlebnis machen wird. So, jetzt weiß ich, was ich sagen wollte. Und da dürfen wir auf jeden Fall sehr gespannt sein. Wie gesagt, wird noch ein paar Jahre dauern, denke ich mal, bis die Nachfolgekonsole kommt. Freut mich jetzt hier weiter verhaspel. Weiter mit dem nächsten Rennen. So, ich möchte im Folge jetzt noch mal ein bisschen darauf eingehen. Ich glaube, ich habe jetzt allgemein genug gesagt, dass ich jetzt schwierig finde, zu erahnen, was jetzt eine neue sein könnte in der Nachfolgekonsole. Gerade weil die noch so ein bisschen in der Zukunft liegt. Und der Stand der Dinge scheinbar, oder der Stand der Technik nicht ausreicht, um die jetzt, sag ich mal. Ja, was heißt, direkt auf dem Markt zu. Wir warten natürlich bewusst ein bisschen ab, ne? Vielleicht haben sie auch schon eine gute Idee und wir müssen einfach nur warten, bis die Switch halt ihren Lebenszyklus beendet quasi oder beendet hat. Bis wir eine neue Konsole kriegen, ganz einfach. Also auf jeden Fall möchte ich jetzt noch ein paar Features eingehen, die dann die neue Konsole oder gerne auch schon die Switch noch kriegen sollte, ne? Jetzt per Update dann von mir aus, ne? Fangen wir mal direkt an mit den Designs. Ne, tatsächlich hat die Switch ja so eine Designfunktion schon. Wir können ja die Konsole auf, sag ich mal, hell und dunkel stellen oder auf schwarz-weiß, wie auch immer man das jetzt sehen will. Und tatsächlich gibt es halt allgemein Menü dafür, wo man die Designs einstellen kann. Und ich weiß halt bis heute nicht, warum sie die nicht wieder einführen. Shit. Ist abgestürzt? Oh, ist abgestürzt, okay. Ja, der 3DS hatte die Designfunktion ja schon. Oh, jetzt hab ich mich umgelandet. Glück gehabt. Aber, ja, bei der Switch wird es halt nicht richtig genutzt. Wir haben halt, wie gesagt, nur quasi diesen Dark Mode, Light Mode, ne? Ach, verdammt. Das wäre plötzlich für mich gewesen noch. Ich hab doch eh was hinter mir gesehen, dachte ich. Und das war's dann. Tatsächlich wünsche ich mir, dass da noch ein paar Sachen dazukommen. Tatsächlich habe ich gleich noch einen Punkt, der damit so ein bisschen zusammenspielen könnte, theoretisch, aber ich glaube nicht, dass der kommen wird. Aber das sage ich gleich dazu mehr. Ja, wie gesagt, die 3DS hatte genug Designs, die fand ich sehr gut umgesetzt, da diese Funktion. Und ich habe die da auch gut genutzt tatsächlich. Meistens waren es zwar irgendwie kostenlose Designs, die ich nur hatte. Aber ich habe mir nicht wirklich welche gekauft. Da wurden ja auch viele über die Nintendo Homepage oder so verteilt, sage ich jetzt mal. So. Und zack. Geht doch. Das war mal ein richtiger Brain Move jetzt. So. Wir haben auch direkt zwei Items wieder. Sehr gut. tatsächlich wünsche ich mir auch eine Ordnerstruktur wieder. Da kann ich jetzt auch wieder den 3DS als Vergleich nehmen. Da kommt man nämlich auch Spiele einfach in den Ordner packen. Und die so quasi so ein bisschen sortieren. Hier auf der Switch ist ja teilweise, man kann zwar so ein bisschen sortieren nach Titeln, also nach Name, Alphabet. Oder halt nach Spielzeit. Ist an sich auch okay. Tatsächlich finde ich aber, dass man da noch mehr Übersicht reinkriegen könnte, wenn man die Spiele einfach in einen bestimmten Ordner packen könnte. Ah, Mist. Okay, das war jetzt kacke. Naja, das wird nichts mehr hier mit dem ersten Platz, sag ich jetzt mal. Ich kann euch gar nicht kaputt sein, wenn ich den zweiten behalte. Oh! Ja gut, zweiter ist okay. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, nur an der Struktur würde ich mir auch wieder zurückwünschen. Alles, was hat schon so eine Nintendo-Konsole hatte, sag ich jetzt mal. Könnt ihr gerne wiederbringen, deswegen der nächste Punkt, der wird auch noch interessant. Ne, der ist neu, sagt tatsächlich. Weiter geht's. So, als nächstes Feature wünsche ich mir tatsächlich, dass es mal auf einer Nintendo-Konsole tatsächlich so ein Achievement-System gibt. Ich meine, ihr habt ja wahrscheinlich schon mitbekommen, ich habe sehr viel Spaß daran, Retro-Achievements zu sammeln. Und tatsächlich kann ich gleich den nächsten Punkt damit aufführen, die können von mir noch die Virtual Console zurückbringen und dann damit auch Achievements quasi. Das passt da gerade ganz gut zu. Also dann quasi die Retro-Achievements offiziell machen, so ein bisschen. Zumindest die Nintendo-Spiele offiziell machen, die Achievements dafür. Und tatsächlich, ich muss mich da ein bisschen korrigieren, ich sagte ja zwar gerade auch im letzten Rennen am Ende, das sei jetzt neu, aber so neu ist es ja dann auch nicht, weil die Achievements, die gibt's im Grunde schon. Auf der Nintendo-Konsole, also auf der Switch. Allerdings im Game nur und nicht im Profil selber zu sehen, das finde ich ein bisschen schade.
Man will ja auch tatsächlich mit den Sachen, die man so geschafft hat, ja, sag ich mal, ein bisschen angeben, sag ich jetzt mal. tatsächlich sind sie nur allerdings so ein bisschen optional. Ich bestehe jetzt nicht auf ein Achievement-System. Es wäre halt ganz schön, weil es dann doch ein bisschen nochmal motiviert, sag ich mal, so ein Spiel auch vielleicht länger zu spielen auf andere Art und Weise. Aber es gibt natürlich auch Achievements oder Errungenschaften, auf die ich selber gar nicht stehe. Zum Beispiel irgendwie nochmal ein Spiel auf einem schwierigen Modus durchzuspielen oder so. Das sind so Sachen, die kommt aufs Spiel an, die mache ich dann doch gerne, oder aber in der Regel sag ich da, nee, da ist für mich so ein Punkt. Der hört da für mich auch auf. Kommt auch an, wie schwer das Spiel ist oder so. Der ist schon im normalen Modus. Natürlich. Ja, das dazu. Wie gesagt, Virtual Console habe ich auch gerade schon angesprochen. Wir kriegen jetzt quasi auf der Switch zwar irgendwie alles nachgeliefert per Nintendo Online Service. Ne? Wir haben jetzt dann bald die N64-Spiele noch dabei. Aber ich fand tatsächlich, die Virtual Console war ein bisschen besser, weil man sich da noch aussuchen konnte, welche Spiele man sich nochmal holen wollte. Teilweise für den recht günstigen Preis, anstatt die jetzt in einem Online-Abo zu verknüpfen. Ist halt eine Alternative, aber ich würde mir doch die Virtual Console wieder zurückwünschen. Weil die schon an sich eine nette Sache war, immer schon. Gerade die Leute, die alten Konsolen nicht haben oder auch nicht mehr holen können. Ne, ist ja alles dafür, die können die Spiele halt auch nachholen. Wie gesagt, diese Möglichkeit wird durch dieses Switch Online Abo jetzt nochmal geschaffen. Allerdings halt nur eine bestimmte Auswahl und halt, ja, wobei die Auswahl war auch schon immer gegeben. Weil die Spieler trotzdem irgendwie in den Shop mussten, ne. Jetzt in den eShop oder in den Wii Shop Kanal da. Das kann man sich jetzt aussuchen, was dann da lieber war. Ja, das dazu. Und ich hätte noch einen Punkt. Ach komm, den nehme ich mir fürs nächste Rennen auf. Jetzt ist mir egal. Die könnte ich zwar jetzt auch schnell abhaken, aber wir haben es ja nicht eilig, ne? Ich habe auch gedacht, die Folge wird kürzer heute, ehrlich gesagt, aber ja gut. Strecke ich halt noch ein bisschen. Wir sehen uns wieder im nächsten Rennen. Als letztes Feature wünsche ich mir tatsächlich so eine Anpassung der Online-Profile bzw. wie man oder neue Möglichkeiten, wie man Freunde enden kann auf der Nintendo-Konsole. So, im Grunde gibt es ja nur so eine Möglichkeit, Freundescode austauschen. Und dann Leute enden oder halt mit Mitspielern, die man online getroffen hat. Das ist jetzt aber auch nicht so wahr, tatsächlich. Tatsächlich dann die Möglichkeit, so ähnlich wie bei Steam, über eine direkte ID Leute zu finden oder auch zu ändern, ne, oder generell auch vielleicht über, keine Ahnung, wenn man es angeben kann oder öffentlich gemacht hat, über den richtigen Namen eventuell, aber das muss jetzt nicht sein unbedingt. Mir reicht da so ein eindeutiger Name jetzt, wie zum Beispiel Berserkersu, sag ich jetzt mal, ne, wobei es gibt ja die Nintendo ID sogar schon. Da heiße ich nicht Berserkersu, aber, oder Basukasu, wie ich dir immer sage. Ich glaube, da habe ich noch einen anderen Namen gewählt, aber tatsächlich könnte man das ja einfach nutzen, um Freunde zu finden. Die kann man ja einfach so weitergeben. Wobei ich glaube, das wurde sogar auf der Wii U genutzt, so, ne? Vielleicht kam es da nicht so gut an. Das kann natürlich sein, dass die das wegen davon abgesprungen sind. Aber ich sage auch nicht, dass die von uns kurz abgeschafft werden sollen. Die sollen tatsächlich nebenbei weiterlaufen können. Wie man halt lieber Freunde edit, sag ich jetzt mal. Aber tatsächlich finde ich halt dieses Freundescode-System alleine dann doch jetzt relativ veraltet mittlerweile. Muss man einfach mal sagen. Und wie gesagt, einfach so über einen klaren Namen, wie sag ich jetzt mal Berserkersu als Beispiel oder was weiß ich, ne. Wie gesagt, ich sehe da halt Steam als großes Vorbild. Die haben einerseits die Online-Namen, also die Profilnamen und dann noch die Codes, diese Freundescodes quasi, die man austauschen kann. Und jetzt kann man auch sich ein Vorbild bei PlayStation nehmen. Die haben es ja auch teilweise noch über die Homepage, dass man da Leute suchen kann. Das würde ich mir natürlich auch wünschen, dass das nicht nur die Konsole selbst geht, sondern auch irgendwie über eine App, über eine Website. Natürlich auch weiter. Warum ist mein Panzer weg? Der wurde nicht getroffen, der Sack. Der kriegt jetzt wahrscheinlich einen Panzer, ne? Wenn ich ihn kenne hier. Komm, und, ja. Und das wären an sich so alle Features, die ich jetzt aufgeführt habe, die ich mir auf jeden Fall wünsche. Falls ihr da noch irgendwelche Ideen habt, die ich jetzt hier nicht beachtet habe oder berücksichtigt habe. No! Jetzt habe ich echt noch den ersten Platz verkackt, oder? Nein. Haha, neuer Erster geworden. Sauber. Geiles Ende. Kopf an Kopf rennen noch schön am Ende. Sauber, Freunde. Ich würde auch damit die Folge gerne beenden. Nee, das war ich aber nicht hier. Ich sehe schon, das Rennen endet jetzt, genau. Das machen wir wieder schön im Hauptmenü. Ja, Freunde. Das waren so meine Gedanken zu einem möglichen Switch-Nachfolger. Tut mir jetzt ein bisschen leid, dass ich nicht so wirklich auf den Gimmick eingehen konnte, weil mir da einfach die Ideen fehlten. Wie gesagt, beruht jetzt alles so ein bisschen auf die Aussagen, die Furukawa wohl schon, ich glaube, dieses Jahr getätigt hat, dass sie da an Sachen forschen und entwickeln und wir deshalb quasi nicht wirklich sagen können, was sie sich da ausdenken werden. Klar, die sollen sich auch nicht in die Karten gucken lassen. Wir sollen uns da schön überraschen in ein paar Jahren, wenn sie dann die neue Konsole ankündigen, hoffentlich. Auf jeden Fall war es das mit der heutigen Folge Mario Kart 8 Deluxe Online. Ich hoffe, dass die Antwort ansonsten trotzdem so zufriedenstellend war, halbwegs. Ich bin jetzt mehr auf die Features eingegangen, die mir so ein bisschen auf der Switch fehlen, als, oder und die ich mir dann auf die neue Konsole wieder wünsche, als jetzt auf die Konsole selber, aber ja.
Wie gesagt, sind trotzdem Sachen, die wieder auftauchen sollten oder dann eingeführt werden sollten, je nachdem. Ne? Mal gucken, was da sonst noch so kommen könnte. Ich bin da sehr gespannt drauf. Ich freue mich dann auf jeden Fall auch, wenn es irgendwann soweit ist. Gegönnt wird sich auf jeden Fall. Da könnt ihr euch schon drauf wetten. Auf jeden Fall danke fürs Zusehen heute für die heutige Folge. Welche Folge gefallen hat, gebt dem Video noch einen Daumen nach oben, unterstützt den Kanal damit und ansonsten seid beim nächsten Mal dabei mit der nächsten Folge Mario Kart 8X Online. Mal gucken, welches Thema es werden wird. Ich habe gerade keine Idee, muss ich gestehen. Vielleicht habt ihr ja eine Idee. Wie gesagt, schreibt in die Kommentare damit oder auf Discord. Schaut doch gerne vorbei. Bis zum nächsten Mal. Tschüss mit Ö. Euer Basukasu.